Hallo. Möchtest du dich kurz selber vor der Kamera vorstellen? Also ich bin die Lucy, also das ist mein Künstlername. Und ich bin hauptsächlich Digital Artist. Also ich zeichne sozusagen am PC meine ganzen Bilder. Und gezeichnet habe ich schon mein Leben lang. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, wie lange du zeichnest, würdest du wahrscheinlich so sagen, quasi seit du denken kannst. Oder wann hast du circa angefangen, mit wie vielen Jahren? Seitdem ich einen Stift halten kann, ist mal die Standardantwort. Aber hauptsächlich im Manga-Stil so mit 11, 12 Jahren ungefähr. Und dann habe ich mich immer mehr in diese Thematik vertieft und ja, jetzt bin ich Manga-Zeichner. Und wie bist du darauf gekommen, Manga zu zeichnen? Beziehungsweise hast du auch überlegt, was anderes zu zeichnen, so zum Beispiel richtig realistisch oder in eine andere Stilrichtung zu gehen? Ich kam halt durch die ganzen Animes wie Sailor Moon, Dragon Ball und so weiter. Und dann habe ich mir mal meinen ersten Manga gekauft und dann hatte ich sofort wieder Lust zu zeichnen. Also jetzt wirklich diese Thematik. Und ja, ich würde gerne irgendwann mal realistisch zeichnen. Also ich kann es bis jetzt noch nicht, aber man lernt ja. Und es gibt ja Zeichner, die können sich tatsächlich davon auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Wie sieht das bei dir aus? Verdienst du dir auch tatsächlich dein tägliches Brot davon? Oder ist es für dich eher so, ich sag mal, ein Hobby, das, womit man vielleicht auch ein bisschen verdienen könnte? Also bis jetzt ist es für mich ein Hobby. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe seit Samstag angefangen, mir einen Zeichnertisch zu mieten und zu sehen, einfach wie es ist, als Zeichner die eigenen Motive zu verkaufen, Postkarten, Lesezeichen und so weiter. Und ich würde demnächst mal auch wieder erneut zu irgendwelchen Messen gehen. Und ja, aber bis jetzt hatte ich nicht vor, damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Super. So, nun geht es ja heute so ein bisschen um Technik und du hast ja auch schon gesagt, dass du viel mit dem Graphic Tablet arbeitest. Jetzt wäre als erstes meine Frage natürlich, wie bist du denn da drauf gekommen? Wann hast du damit angefangen? Wie hast du das entdeckt? Und was hat dich dann am Ende dazu bewegt, dass du tatsächlich mit dem Graphic Tablet zeichnen angefangen hast? Also auf der Internetseite DeviantArt habe ich die ersten digitalen Zeichnungen entdeckt und da war ich sofort begeistert und meinte dann halt, oh, ich will das auch zeichnen können am PC und ich habe mich auch schon früher für PCs interessiert oder ich ging auch damit gut um und habe mir dann zu Weihnachten ein Grafiktablett gewünscht und seit ungefähr 2011 mache ich das. Und was war dein erstes Modell, das du gehabt hast? Das war, glaube ich, ein selbstgemachter Sonic-Charakter. Und habe ich, glaube ich, erst 2012 oder auch Ende 2011 gezeichnet. Und welche Hardware, also Hardware im Sinne von welches Tablet benutzt du und Software, womit zeichnest du eigentlich? Es gibt ja Photoshop, Clip Studio, Paint Tools, gibt es ja ganz viele. Also mein Grafiktablett heißt Wacom Intus M. Und Programme sind Paint to Sai und fürs Bearbeiten, also für Effekte und so weiter, Photoshop. Super. So, jetzt für die Zuschauer würde ich mal sagen, was empfindest du denn persönlich als einfacher? Ist es für dich einfacher, mit einem Graphic-Tablet zu zeichnen oder findest du traditionell immer noch einfacher? Also für mich persönlich finde ich halt digital am besten, weil ich schon lange damit arbeite. Und bei dem Traditionellen ist es halt tatsächlich so, dass ich zum Beispiel mit Stiften, mit bestimmten Stiften nicht gut umgehen kann. Und da kann man, also da hat man auch nicht sozusagen einen Reset-Knopf, wenn man halt was Falsches gezeichnet hat oder gemalt hat. Und ja, für mich ist es digital viel besser. Und mir macht es auch mehr Spaß, am PC zu zeichnen. Was sind so die Tools und Funktionen, sag ich mal, die dir am grafischen Zeichnen am besten gefallen? Ich meine jetzt mal, außer dass du Steuerung Z drücken kannst. Tatsächlich finde ich das Zoomen auf jeden Fall gut. Also kann man auch wirklich näher an den Details arbeiten. Und dann kann man auch zum Beispiel mit dem Grafiktablett, also mit dem Stift, hat man auch manchmal sozusagen einen Radierer, also nicht einen richtigen Radierer, aber halt so, dass man darauf tippen kann, kann man das sozusagen umdrehen und man kann auch davor einstellen, dass es halt radieren soll. Und dann kann man auf dem Grafiktablett radieren wie halt im Echtleben.
Ja, das stimmt. Ich arbeite ja selber mit einem Graphic-Tablet. Ich habe auch dasselbe wie du zu Hause. Von daher kann ich das auch ganz gut nachvollziehen. Aber wenn man jetzt so Anfänger ist, wir haben ja alle mal angefangen, ich meine jetzt richtig mit dem Zeichnen anzufangen. Was würdest du einem Anfänger raten? Sollte er direkt zum Graphic-Tablet greifen oder sollte er lieber erst traditionell anfangen? Erstmal traditionell, das auf jeden Fall. Weil ich finde, also ich habe auch richtig spät mit dem Graphic-Tablet angefangen. Und persönlich finde ich das halt, wie gesagt, viel besser, weil man wirklich auf dem Papier erstmal üben kann, okay, wie sind die Proportionen beim Menschen, wie zeichnet man Hände, Arme. Also ich würde erstmal jedem raten, wirklich ein Skizzenbuch anzulegen und erstmal halt wirklich anzufangen, so Dinge zu zeichnen und dann vielleicht erst in ein paar Jahren, wenn man wirklich sich sicher fühlt und auch wirklich Lust hat, ein Grafiktablett zu holen. Also du findest in dem Sinne, dass man erst, wenn man sich wirklich mit dem Traditionellen sicher ist, dass man da gut mit den Proportionen umgehen kann, dass man auch dann erst mit den Grafiktablets anfangen sollte. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, so ungefähr. Gut, und findest du, dass Grafiktablets an sich das Zeichnen irgendwie revolutioniert haben, sag ich mal? Schon, ja. Also ich meine, es gibt's so viele Künstler da draußen, zum Beispiel gibt es auch im Photoshop diese Brushes und so und was man auch im echten Leben nicht so machen kann, eher vielleicht mit Acryl oder Ölfarben, aber das hat auf jeden Fall revolutioniert, man sieht auf jeden Fall verschiedene Künstler, die auch verschiedene Brushes benutzen oder halt haben einen bestimmten Zeichenstil durch das digitale Zeichnen, also ich finde schon, dass es revolutioniert hat, ja. Und wenn du jetzt so in die Zukunft blickst, gibt es irgendwie was, wo du sagen wirst, ich hätte ganz gerne mal, es gibt ja ganz viele, die sagen, irgendwann möchten sie mal einen Cintiq haben, sodass sie halt direkt darauf zeichnen können. Die haben wir auch unten schon mal gesehen bei dem Wacom-Stand. Da gibt es ja die sind fast so groß wie ein ganzer Tisch eigentlich. Hast du auch irgendwie Träume und Wünsche in die Richtung? Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich würde mir auch gerne so einen riesigen Cintiq holen und aber ich finde halt, ich bin noch nicht sozusagen bereit dafür und es kostet auch eine Menge Geld. Also würde ich das mir erst holen, wenn ich halt wirklich sage, okay, gut, jetzt reicht's mit dem kleinen Tablet. Jetzt fühle ich mich sicher, jetzt will ich doch einen Schritt weitergehen sozusagen. Und würde ich mal auch irgendwann mal mir das Cintiq holen. Und wie pflegst du so dein Graphic-Tablet? Also es gibt ja die Stifte, die nutzen sich ja mit der Zeit ab, so ein bisschen die Minen. Und man kann die zwar austauschen, aber ganz oft ist man dann ja auch so, dass man sagt, nee, ich möchte das jetzt eigentlich noch nicht austauschen. Andererseits möchte man sich dann auch nicht das Graphic-Tablet zerkratzen, die Oberfläche. Hast du da irgendwie Tipps, wie man das eigentlich ganz gut pflegen kann? Naja, was ich halt zum Beispiel immer mache, wenn ich merke, dass man halt damit nicht mal zeichnen kann, wirklich mit der Mine, dann wechsle ich ja natürlich sie aus, weil man kann ja halt nicht weiter zeichnen so, aber natürlich achte ich darauf, dass es nicht wirklich zerkratzt, wenn es wenn es halt wirklich am Ende angelangt ist so und natürlich immer auswechseln, wenn es wirklich am Ende ist, nicht am Anfang, weil sonst ist es halt ein bisschen, schon ein bisschen verschwenderisch so. Gibt es auch irgendwas, was dich an Graphic-Tablets stört? Eigentlich nicht so. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist halt, wenn man wirklich am PC anschließen möchte und man anfängt zu zeichnen, dann kann es auch natürlich passieren, dass da zum Beispiel sowas angezeigt wird wie der Treiber konnte nicht erkannt werden. Ja, und das nervt mich am meisten, aber sonst kann es auch zum Beispiel passieren, ich glaube, ich bin auch nicht die Einzige mit diesem Problem, dass, weil normalerweise ist es halt so flüssig, wenn man halt so zeichnet. Und manchmal kann es auch passieren, dass es wirklich so, wie soll ich sagen, so abhackt, einfach so richtig kantige Stellen macht. Und da muss man natürlich den PC neu starten oder Treiber neu starten. Ein Problem, was ich ganz oft immer hatte, war, dass wenn ich in Photoshop angefangen habe zu zeichnen und ich wollte den Stift ansetzen und ich habe immer sehr, sehr zittrige Hände und habe ein sehr altes Photoshop, das auch keine Stabilisierungsfunktion hat, dass ich dann immer so ganz genau auf den Punkt ansetzen wollte und dann hat er es immer erkannt, als ich hätte das Brush-Menü öffnen wollen und dann konnte man eigentlich überhaupt nicht damit arbeiten und dann hat er das teilweise 4-5 Mal hintereinander gemacht. Also Graphic-Tablets haben da schon einige Probleme. Aber auf der anderen Seite sollen sie ja auch ein paar Funktionen haben, die es einem einfacher machen können. Also zum Beispiel das, was wir beide haben, das Intus Pro M, hat ja nun auch einige Knöpfe so an der Seite und ich glaube tendenziell auch eine Touch-Funktion.
Nutzt du das denn auch? Nein, eigentlich gar nicht. Also ich wirklich, wenn ich jetzt zeichne, dann benutze ich auch für Zoom. Also ich weiß auch nicht warum, das habe ich mir einfach so angewöhnt, wirklich mein Mausrad. Also es macht auch keinen Sinn, weil eigentlich sind sie dafür da, um die einzustellen bei den Tasten. Aber es ist halt leider so bei mir. Also jeder geht halt damit anders um und ja. Und was würdest du dir in Zukunft noch so für Graphic-Tablets wünschen? Also irgendwas, was man da vielleicht auch noch verbessern könnte, wo du sagst, das wäre super cool, wenn es das so geben würde? Also du meinst jetzt halt Verbesserungen sozusagen? Ich weiß nicht. Also das auf jeden Fall mit dem Treiber, das auf jeden Fall. Aber sonst fällt mir eigentlich jetzt nichts Spontanes ein. Ja, dann danke ich dir ganz doll, dass du hier gewesen bist. Hab noch ganz viel Spaß auf der IFA. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht auch nochmal auf irgendeiner Anime-Convention, wo du dann als Zeichnerin anwesend bist. Und ich hoffe, du hast hier auch noch ganz viele Kunden dann. Gut, dann verabschiede ich dich jetzt hiermit. Herzlichen Dank!